Das ist echt stark, Doc. Das ist fantastisch. Fährt er auch mit normalem bleifreien Benzin? Dummerweise nicht. Er braucht schon etwas mit etwas mehr Kick. Plutonium. Plutonium, warten Sie. Wollen Sie mir sagen, diese Kiste fährt mit Atomenergie? Hey, willst du wohl weiterfilmen? Nein, nein, diese Kiste fährt elektrisch, aber ich brauche die Atomreaktion für die 1.21 Gigawatt Leistung, die nötig ist. Doc, man geht nicht einfach so in den Laden und kauft eine Portion Plutonium. Haben Sie das geklaut? Natürlich von einer Gruppe libyscher Nationalisten. Die wollten von mir eine Bombe gebaut haben. Ich habe das Plutonium genommen und habe ihnen eine wunderschöne Bombe gegeben. Randvoll mit Schrott aus alten Flippern. Du kriegst jetzt einen Strahlenschutzanzug. Jesus, wir machen eine neue Füllung. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen, ist alles mit Blei verkleidet. Vergiss nicht, alles zu filmen. Ich brauche das als Beweis. Das tun wir wieder da rein. So, das wär's doch. Jetzt hätte ich beinahe mein Gepäck vergessen. Wer weiß, ob es in der Zukunft noch Baumwollunterwäsche gibt. Bin doch allergisch gegen alle Synthetics. In der Zukunft? Fahren Sie dahin? Allerdings 25 Jahre in die Zukunft. Ich habe immer davon geträumt, meine Jahre zu überspringen. Den Fortschritt der Menschheit zu sehen. Wieso nicht? Ich sehe auch, wer in den nächsten 25 Jahren die Baseball-Einspiele gewinnt. Doc? Hm? Besuchen Sie mich, wenn Sie da sind? Verlass dich drauf. Kamera ab! Ich, Dr. Emmett Brown, bin im Begriff, eine historische Reise anzutreten. Wo habe ich nur meinen Kopf? Hätte ich beinahe vergessen, Plutonium mitzunehmen. Wie hätte ich da jemals wieder zurückkommen sollen? Eine Ladung für jeden Staat. Ich muss verrückt sein. Was ist los, Aini? Oh mein Gott. Die haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber die haben mich gefunden. Lauf um dein Leben, Marty! Wer? Na, was glaubst du wohl? Die Libyer! Heilige Scheiße! Ich versuch sie abzulenken! Doc, warten Sie!